Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial. Heute schauen wir uns wieder die Signalgeber an, und zwar Teil 2 von 3. Hier kommen jetzt noch einige Sachen hinzu, die meisten hier vorne hatten wir schon, aber heute kommt der Tageslichtsensor bzw. der Nachtlichtsensor dran. Wir haben den Zielblock, die Sky-Sensoren und den Lesepult. Die Redstone-Truhe werden wir genauso wie den Stolperdrahthaken erstmal überspringen, weil sie extrem einfach ist und auch nicht besonders interessant. Daher kommt das im dritten Teil dran mit den restlichen Signalgebern. Und das wäre auch so ziemlich alles zum Intro. Los geht's! Hier haben wir den Tageslichtsensor. Das ist einer der Signalgeber. Den stellt man folgendermaßen her: Wir benötigen dreimal Glas, dreimal Netherquarz und drei Holzstufen, jegliche Holzarten. Dann erhält man einen dieser Tageslichtsensoren. Die gibt es in zwei verschiedenen Variationen, einmal den Tageslichtsensor und einmal den sogenannten Nachtlichtsensor. Das bekommt man, indem man mit Rechtsklick oder einmal mit drauftippen die Form umändert. Das seht ihr dann, das wird dunkel bzw. dunkelblau. Und wenn man nochmal draufklickt, dann wird es wieder so ein helles Gelb-Orange. Der Block selber ist stark energetisch, funktioniert also ähnlich wie der Redstone-Block. Umliegende Redstone-Komponenten können davon das Signal ablesen. Und auch hier wieder das Redstone darunter oder daneben kann aktiviert werden. Das hier zum Beispiel funktioniert nicht. Also der Block wird selber nur aktiviert, nicht energetisch. Und daher leuchtet das Redstone nicht auf. Es gibt so eine spezielle Funktion vom Tageslichtsensor, und zwar kann man mit dem unterschiedliche Signalstärken ausgeben. Das hier ist quasi eine Dunkelkammer, könnte man sagen. Das hier ist geschwärztes Glas, also das lässt quasi gar kein Licht durch. Und in dem Fall gibt es hier nur einen Weg, nämlich da, wo das Redstone entlang führt. Hier ist die Ausgabe quasi. Und so kann man dann einstellen, wie groß die Signalstärke sein soll, die ausgegeben wird. Sobald wir hier quasi ein Luftloch machen, durch diesen Kolbenkopf kommt Licht durch, ohne jegliche Probleme, dann wird die Signalstärke schon um 1 erhöht, wie ihr sehen könnt. Da haben wir quasi zwei dunkle Lampen. Jetzt haben wir eine dunkle Lampe und jetzt haben wir keine dunkle Lampe mehr. So kann man eigentlich relativ leicht Signale vertikal nach unten transportieren, solange halt eben alles um diesen Tageslichtsensor herum sonst dunkel ist und der Rest muss halt durch Tageslicht erreichbar sein. Das heißt, hier muss dann offen sein und dann kriegt man die volle Signalstärke, oder wenn man es zumacht, dann wird die Signalstärke reduziert. Das funktioniert dann allerdings entweder nur am Tag oder in der Nacht. Dementsprechend funktioniert es nicht immer ganz perfekt. Ja? Also darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Kommen wir jetzt aber eigentlich zur Hauptfunktion von den Tages- bzw. Nachtlichtsensoren, und zwar die Tages- bzw. Nachtzeit anzuzeigen. Und da habe ich hier ein paar Uhrzeiten aufgeschrieben, immer so alle 3 Stunden. Und dazu die Game-Ticks, quasi ein Spieltag läuft auf 24.000 Game-Ticks. Und dementsprechend müsst ihr halt so ein bisschen darauf achten, dass ihr da die richtigen Game-Ticks nutzt. In den Wiki-Seiten werden immer Game-Ticks verwendet, dementsprechend habe ich die auch einfach mal angegeben. Also gehen wir erstmal vom Tageslichtsensor aus. Bei der Uhrzeit 0, also Uhrzeit 0 Uhr, Game-Ticks 18.000, haben die Signalstärke 0. Um 3 Uhr morgens, Game-Ticks 21.000, haben die Signalstärke immer noch 0. Um 6 Uhr, die Game-Ticks sind 0 bzw. 24.000. haben wir die Signalstärke 7. Das heißt, dazwischen, in diesen 3 Stunden, verändert sich schon die Signalstärke um die Hälfte. Um 9 Uhr haben wir dann 3000 Game-Ticks, beziehungsweise die Signalstärke 13. Um 12 Uhr 6000 Game-Ticks, haben wir die Signalstärke 15. Und das ist quasi dann auch das Maximum. Um die Uhrzeit steht die Sonne ja am höchsten, so wie wir es hier gerade haben. Und dann wird die Signalstärke eben auf Maximum gesetzt. Um 18 Uhr wird das wieder genau umgedreht, also wie bei 9 Uhr. Game-Ticks sind 9000 und Signalstärke ist 13. Und 21 Uhr sind dann 12.000 Game-Ticks und die Signalstärke
7. Wir haben das nochmal mit dem Nachtlichtsensor. Der funktioniert fast umgekehrt, nicht ganz, muss man sagen. Um die Uhrzeit 0, also 0 Uhr Mitternacht, wird eine Signalstärke von 11 ausgegeben. GameTix 18.000 natürlich. Signalstärke 11 ist auch das Maximum, was man an einem Nachtlichtsensor bekommen kann. Einen höheren Wert gibt es dort einfach nicht. Dementsprechend muss man da einfach mal ein bisschen schauen. Es ist nicht ganz invertiert zum Tageslichtsensor. Dann um 3 Uhr, GameTix 21.000, Signalstärke 11, also immer noch genauso wie zuvor. Und um 6 Uhr wird bereits die Signalstärke 0 ausgegeben. Also dazwischen in diesen 3 Stunden verändert sich die Signalstärke um 11, also um einiges. Den ganzen Tag über bleibt es dann auf Signalstärke 0. Und auch um 18 Uhr, quasi schon später Abend, ist es immer noch auf Signalstärke 0. Heißt, man kann es immer nur so um 0 Uhr bis 3 Uhr wirklich voll nutzen. In den anderen Zeiten ist es quasi nutzlos. Und das wäre dann so ziemlich alles, was man über den Tageslichtsensor wissen muss. Schauen wir uns den Zählblock an. Den haben wir nämlich hier, und zwar wird er folgendermaßen hergestellt. Wir benötigen einen Heuballen in der Mitte, darüber, links, rechts und darunter benötigen wir Redstone-Staub. Dann erhalten wir hier einen Zielblock, der sieht dann eben so aus, ist halt einfach ein Ziel, wo man drauf schießen kann. Und wenn er ein Projektil quasi drinne stecken hat, dann wird ein Signal ausgegeben mit der Dauer von 4 Redstone-Ticks. Die Signalstärke hängt dabei dann ab, wie nah man am Ziel quasi trifft. Wenn man ganz am Rand trifft, ein geringes Signal, ganz in der Mitte eben ein hohes Signal. Und das schauen wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer an. Erstmal, wie kann der Block energetisieren? Er selber wird stark energetisch, das heißt umliegende Redstone-Komponenten können davon das Signal auslesen. Hier haben wir das nochmal mit Redstone-Staub. Das liegt dann eben da drauf, daneben und darunter. Und jedes von denen wird energetisch. Hier scheint es so einen gewissen Bug zu geben. Das sieht so aus, als würde es sich verbinden, tut es allerdings nicht. Ja? Diese Verbindung besteht nicht, denn der Zielblock ist ein solider Block. Er ist nicht transparent und er ist ein voller Block, also ein solider Block. Hier kann das Signal nicht durchgeleitet werden. Das heißt, wenn hier ein Signal ankommt, wird es nicht nach oben gehen. Das bringt absolut gar nichts. Also seid nicht verwirrt, wenn das hier nicht funktioniert. Ist ein bisschen merkwürdig. Der Zielblock wird eigentlich primär dafür verwendet, dass er Redstone zu sich umleiten kann. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel oben eine Redstone-Lampe hätten, dann würde die dadurch aufleuchten. Wenn man so eine Redstone-Lampe daneben legt, dann seht ihr, da passiert absolut gar nichts. Das ist eigentlich der Hauptnutzen heutzutage vom Zielblock. Daher ist es halt auch einer der Signalleiter. Aber immer noch, die Primäraufgabe ist eigentlich ein Signalgeber. Hier haben wir dann die Signalstärken, die er ausgeben kann. Wie gesagt, je nachdem, wie dicht man am Rand trifft oder wie dicht man in der Mitte trifft, wird eine andere Signalstärke ausgegeben. Wenn wir hier versuchen, ganz in der Mitte zu treffen, dann wird eben eine sehr hohe Signalstärke ausgegeben. Das funktioniert mit unterschiedlichen Projektilen und die schauen wir uns hier einfach mal an. Also wir haben hier den Bogen, habt ihr ja eben schon gesehen. Genauso funktioniert das natürlich auch mit der Armbrust. Wenn es mit dem Dreizack geworfen wird, funktioniert es mit dem Ei, mit dem Schneeball. Da haben wir Enderperle, Wurf, Wasserflasche oder irgendein Wurftrank, Verweiltrank, Erfahrungsflasche. Dann den Schalker an sich selber nicht, sondern die Projektile, die der Schalker eben schießt. Lamas können spucken. Wenn sie spucken, dann wird das eben auch ausgegeben. Da haben wir Elytren, wenn ihr quasi mit einer hohen Geschwindigkeit dagegen fliegt, dann wird auch ein Redstone-Signal ausgegeben. Wenn es mit einer Rakete getroffen wird, also hier mit Hilfe einer Armbrust und einer Feuerwerksrakete, oder auch mit einem Spender und einer Feuerkugel, kann dann ein Redstone-Signal ausgegeben werden. Und wie gesagt, wenn ihr dicht in der Mitte trifft, dann wird eben ein hohes Redstone-Signal ausgegeben. Wenn ihr weit entfernt trefft, dann wird eben ein geringes Signal ausgegeben. Und das ist so ziemlich alles, was man hier über den Zielblock wissen muss. Schauen wir uns die Skyke-Sensoren an. Und zwar haben wir hier den normalen bzw. den kalibrierten Skyke-Sensor. Die beiden bekommt man auf unterschiedliche Arten und Weisen.
Den normalen Skalk-Sensor erhält man durch den Skalk-Katalyst. Dazu müssen Entitäten in der Nähe sterben und die herunterfallenden Erfahrungskügelchen werden dann durch Skalk-Blöcke ersetzt. Dabei gibt es dann eine gewisse Chance, dass auch Skalk-Sensoren entstehen können. Um einen kalibrierten Skalk-Sensor herzustellen, benötigen wir dabei einen normalen Skalk-Sensor und ein Dreieck aus Amethyst-Scherben darüber. Dann erhalten wir einen kalibrierten Skalk-Sensor. Hier haben wir die beiden mal. Der normale Skalk-Sensor, der kann einfach nur so platziert werden, so wie er hier gerade ist. Der kalibrierte Skalk-Sensor hingegen hat allerdings auch noch 4 Himmelsrichtungen und die werden dann hier durch diesen rosa-lilanen Streifen an der Seite deutlich gemacht. Und die haben beide ein paar unterschiedliche Eigenschaften, die schauen wir uns kurz an. Erstmal die Signaldauer. Bei beiden ist es relativ unterschiedlich. Beim normalen Skalk-Sensor haben wir 15 Redstone-Ticks, beim kalibrierten Skalk-Sensor haben wir 5 Redstone-Ticks. Das heißt, der kalibrierte Skalk-Sensor kann deutlich schneller auf neue Signale reagieren und dann eben schneller updaten. Die Verzögerung ist aber bei beiden gleich, nämlich ein Redstone-Tick-Verzögerung und in dem Fall erst wenn die Schallwelle quasi bei ihnen ankommt, dann gibt es eine Verzögerung von 1 Tick und danach wird das Signal ausgegeben. Die Schallwellen selber bewegen sich mit einem Block pro Game Tick aus. Das heißt, wir haben hier bei der maximalen Reichweite von 8 quasi 4 Redstone Ticks, die man benötigt, bis das Signal bei dem ankommt. Und beim kalibrierten Skalk-Sensor, der hat 16 Blöcke Reichweite, da wäre es dann maximal 8 Redstone-Ticks, bis dort das Signal ankommt. Wie können die Blöcke energetisieren? Es ist an sich recht ähnlich. Ich stampfe mal hier auf den Boden und dann seht ihr, die Lampen leuchten da auf. Wir kommen gleich zu dieser einen Ausnahme, aber erstmal die Skalk-Sensoren selber werden stark energetisch und der Block, auf dem sie draufstehen, auch. Und die umliegenden Redstone-Komponenten können von dort aus das Signal ablesen. Eine Ausnahme ist diese Seite, wie ihr hier schon gesehen habt. Das ist nämlich die Eingabeseite vom kalibrierten Skalk-Sensor. Dort, wo eben die lilane Linie entlang geht, da kann man ein Signal hineinlaufen lassen. Dementsprechend wäre es wenig sinnvoll, wenn die Seite vom Block auch aufleuchten würde. Ja? Also, dann hätten wir das. Und hier haben wir das nochmal mit Redstone. Da stampfe ich auch nochmal auf den Boden. Und dann seht ihr direkt am Skalk-Sensor dran, das Redstone wird aktiviert. Der Block darunter wird stark energetisch und daneben und darunter das Redstone wird dadurch aktiviert. Ausnahme ist das Redstone hier. Der Block hier wird nicht energetisiert, der kann nur aktiviert werden und dementsprechend wird das hier nicht dahin weitergeleitet. Schauen wir uns die beiden Skalk-Sensoren in ihrer Primärfunktion an, und zwar im Erkennen von Geräuschen. Und zwar haben sie hier eine spezielle Funktion, kann man sagen. Und zwar, sie können die Abstände von ihnen selber genau erkennen. Und zwar, wenn wir hier auf den normalen Skalk-Sensor einmal drauf treten, dann wird da die maximale Signalstärke ausgegeben. Wie ihr seht, das war bis ganz hinten voll. Und mit den zunehmenden Abständen wird dann das Signal immer kleiner. Das heißt hier, wenn wir direkt drauf treten, also der Abstand 0 quasi, 15, die Signalstärke 15, hier haben wir dann die Signalstärke 14, da haben wir 11, 10, 8, 5, 4, 2 und 1. Das heißt, hier sind wir dann beim 8. Block. Ihr seht, da wird nur die Signalstärke 1 ausgegeben. Der kalibrierte Skalk-Sensor hat natürlich eine deutlich größere Reichweite, 16 Blöcke eben, und da haben wir das dann folgendermaßen, auch wieder hier 15, der Block daneben ist auch 15 und dann verringert es sich bei jedem Block um eine Signalstärke. Das heißt, hier beim 16. Block wird dann die Signalstärke 1 noch ausgegeben und wenn wir hier dann zum Beispiel zu 7 gehen, dann wird die Signalstärke 7 ausgegeben. Es ist halt eben eine Doppelung, weil es ein Bereich von 16 Blöcken um den Block selber rum sind. Wir haben aber nur 15 nutzbare Signalstärken, 1 bis 15. Dementsprechend haben wir hier eine Doppelung. Wenn es direkt daneben passiert oder wenn wir direkt auf den Skalk-Sensor drauf rumlaufen, dann wird da die volle Signalstärke ausgegeben.
Wir haben noch eine Sekundärfunktion und die funktioniert folgendermaßen. Wir haben das schon beim Vergleicher angesprochen, aber nicht genau behandelt. Dementsprechend haben wir das hier nochmal. Und zwar haben wir ein Buch darüber, nämlich die Signalstärken des SKYC-Sensors. Der kann unterschiedliche Frequenzen herauslesen, der Vergleicher, und dementsprechend eine unterschiedliche Signalstärke ausgeben. Und die schauen wir uns einmal an. Wir haben die Signalstärke 1, die wird ausgegeben, wenn wir herumlaufen, schwimmen oder mit den Flügeln schlagen. Und das möchte ich euch einmal zeigen. Das heißt, ich laufe jetzt hier einmal rum und die Signalstärke 1 wird ausgegeben, wie ihr sehen könnt. Da haben wir Projektil landet, man fällt, oh, Falsen, hoppla, das ändere ich noch, Fallen und Spritzen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel aus großer Höhe herunterfallen, wird die Signalstärke 1 ausgegeben. Wenn wir an der Oberfläche vom Wasser herumfliegen, dann auch. Oder wenn ein Projektil landet, also zum Beispiel ein Pfeil auf dem Boden landet, dann wird auch ein Signal ausgegeben. Für die Nummer 3 benötigen wir eine Interaktion mit einem Gegenstand, beziehungsweise die Interaktion wird beendet. Es wird ein Projektil abgeschlossen oder ein Instrument gespielt, also zum Beispiel die Hörner. Wir haben hier jetzt in dem Fall Pfeil und Bogen. Das heißt, wir schießen hier mal mit dem Bogen. Das wird erkannt und dann gibt es die Signalstärke 3 aus. Das können wir hier nochmal einsammeln, damit das nicht hier unnötig herumliegt. Anschließend haben wir dann die Signalstärke 4, wenn eine Entität interagiert, agiert oder ein Gleitflug mit der Elytren vorkommt. Dazu nehmen wir uns die mal hier und setzen sie einmal auf. Ganz genau so. Und dann fliegen wir hier mal durch die Gegend, sobald es wieder ausgeht. Dann kann das auch erkannt werden. Und dann seht ihr, die Signalstärke 4 wird da ausgegeben. Für die Signalstärke 5 müssen wir Rüstung anlegen oder von einer Entität absteigen. Also wenn wir jetzt hier ein Pferd hätten, was wir hier gerade nicht haben. Stattdessen können wir hier mal kurz die Rüstung ablegen und wieder anlegen. Und sobald wir sie anlegen, dann seht ihr, die Signalstärke 5 wird ausgegeben. Signalstärke 6, wenn wir eine Entität reiten, mit einer Entität interagieren oder eine Entität scheren. Und das haben wir in dem Fall hier mit dem Schaf. Das heißt, wir warten hier nochmal ganz kurz. Scheren das Schaf und dann haben wir hier die Signalstärke 6. Signalstärke 7 bekommen wir, wenn wir eine Entität verletzen. Das heißt, wir können hier mal das Schaf einmal schlagen und dann haben wir Signalstärke 7. Wunderbar. Dann für Signalstärke 8 müssen wir etwas essen oder etwas trinken. Dann nehmen wir uns hier mal eine goldene Karotte, warten noch einen kleinen Moment und sobald wir dann aufgegessen haben, wird die Signalstärke 8 ausgegeben. Hoppla, dann gehen wir hier zur, hoppla, das war Signalstärke 8, genau. Jetzt kommen wir zur Signalstärke 9. Wenn ein Behälter oder ein Block geschlossen wird, zum Beispiel eben die Schalkerkiste, da haben wir ja eben schon herumgespielt, oder eben ein Block schließen, also eine Tür, eine Falltür, Zauntor öffnen, schließen, in dem Fall eben nur schließen, ein Block ablösen oder deaktivieren, da denken wir zum Beispiel an Hebel. Und das haben wir auch hier, ich warte nochmal ganz kurz, dann gehen wir wieder raus und sobald es sich schließt, dann seht ihr hier die Signalstärke. Genau andersrum nochmal haben wir das mit Behälter und Block öffnen, Block anbringen oder aktivieren, Lunte zünden, das ist dann zum Beispiel bei TNT oder bei Creepern, wenn man die mit einem Feuerzeug anzündet oder wenn ein Notenblock spielt, dann wird die Signalstärke 10 ausgegeben und das haben wir hier zum Beispiel, wenn wir die Schalkerkiste öffnen, habt ihr gesehen, da kommt dann die Signalstärke 10 zum Vorschein. Die Signalstärke 11, Interaktion mit Block, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir hatten ja eben gerade so viel schon mit dem Block, mit Öffnen und Schließen. Das sind so alle Sachen, die zwar mit dem Block zu tun haben, aber vorher nicht vorgekommen sind. Ja? Also wenn wir zum Beispiel eine Schallplatte in einen Plattenspieler einlegen, dann wäre das auch Signalstärke 11. Ja? Wenn wir eine Blume in einen Topf reinpacken, ist auch Signalstärke 11. Irgendwie mit einem Block interagieren, aber eben ihn nicht öffnen, nicht schließen, nicht deaktivieren, nicht aktivieren, auch nicht einen Behälter oder ähnliches öffnen. Ja? Also alles, was hier noch nicht genannt wurde, zählt dann zur Blockinteraktion.
Dann haben wir 12 und 13. 12 ist, wenn man einen Block eine Flüssigkeit entfernt oder platziert. Dementsprechend jeweils die unterschiedlichen Sachen, einmal entfernen, einmal platzieren. Das würde ich jetzt auch mal gerne zeigen, aber ist ein bisschen schwieriger. Dann haben wir 14, wenn man eine Entität platziert, einen Blitzeinschlag hat oder eine Teleportation hat. Das können wir auch gleich nochmal machen. Und dann die 15, dazu müssen wir dann eine Entität töten. Das heißt, ich schlage hier mal das Schaf und dann wird die Signalstärke 15 ausgegeben. Und sobald wir hier ein neues Schaf erscheinen lassen, dann kommt die Signalstärke 14 zum Vorschein. Damit hätten wir auch so ziemlich alles hier. In dem Fall, ich lasse das hier einfach mal erstmal drin. Der kalibrierte Skyke-Sensor funktioniert normalerweise genauso, hat einfach nur eine höhere Reichweite und eine kürzere Ausgabezeit. Allerdings haben wir hier noch diese eine spezielle Seite, wo wir ein Signal hineinlaufen lassen können. Und das machen wir in den allermeisten Fällen mit einem Lesepult. Der hat dann auf der Bedrock Edition 30 Seiten, auf der Java Edition 15 Seiten. Da lesen wir das dann aus, hier mit dem Vergleicher, genau. Der schiebt das Signal dann da rein. Das ist dann eben eine spezielle Signalstärke. Hier haben wir zum Beispiel Signalstärke 8. Die wird da reingegeben und dann kann der kalibrierte Skyke-Sensor nur nach diesen Vibrationen schauen. Und zwar, was war nochmal 8? Müssen wir einmal nachschauen. 8 war Essen oder Trinken. Und dann gehen wir hier hin, wir essen einmal. Und sobald wir gegessen haben, wird dann diese Signalstärke ausgegeben. Alle anderen Sachen können dann nicht funktionieren. Wir haben ein paar spezielle Blöcke. Und zwar haben wir Wasser, Amethystblöcke und Wolle. Die haben an sich alle damit zu tun, sind allerdings auch nicht unbedingt mit Redstone am Start. Ja? Also sie funktionieren auch so, das ist nicht unbedingt was mit Redstone. Erstmal Wasser, die machen dann keine Geräusche. Ja? Ist jetzt hier ein bisschen schwieriger zu verstehen, wenn wir ein bisschen weiter weggehen, dann sollte es deutlicher werden. Ich hüpfe mal auf und nieder. Ihr hört keine Geräusche von dem Skyke-Sensor. Der macht absolut keine Geräusche. Es gibt nur die Partikel, aber er funktioniert auch weiterhin genauso, wie er jetzt funktioniert. Ja? Also er leuchtet auf, er gibt Redstone-Signal aus, er gibt aber keine Geräusche aus. Dementsprechend macht es dann Sinn, den mit Wasser zu überfluten. Die Amethystblöcke, habt ihr vielleicht schon eben ein bisschen gesehen, die können dazu verwendet werden, um das Signal an andere Skyke-Sensoren weiterzugeben. Also achtet mal auf den, der leuchtet gleich auf. Und kurz darauf leuchtet der dahinter auf. Beziehungsweise ist das Signal direkt von mir gekommen. Wenn wir es von hier aus machen, dann sind wir außerhalb der Reichweite vom zweiten Skyke-Sensor. Und dann können wir das so auch weiterleiten. Zu guter Letzt haben wir Wolle. Und das kennt ihr ganz sicher schon. Die Wolle kann Geräusche quasi ausblenden lassen. Ja? Das heißt, wenn wir hier hingehen und einmal auf den Boden stampfen, dann seht ihr, der Skyke-Sensor leuchtet nicht auf. Wenn wir auch einmal hier hingehen, dann sollte keiner der Skyke-Sensoren uns hören können. Da seht ihr, es passiert absolut gar nichts. Die Wolle verschluckt die Geräusche quasi. Und das wäre dann so ziemlich alles, was man über Skyke-Sensoren wissen muss. Hier haben wir den Lesepult, das ist einer der Signalgeber. Und hier haben wir die Herstellung. Wir benötigen ein Bücherregal in der Mitte. Oben benötigen wir dann 3 Stufen und unten eine weitere. Diese Stufen können aller Arten von Holz entstehen, also alle möglichen von Eichenholz bis zum Wirrholz. Und dann erhalten wir einen dieser Lesepulte. Genau. Hier haben wir einen Lesepult, der kann in alle 4 Himmelsrichtungen platziert werden. Der gibt eine Signalstärke von 15 aus, jedes Mal, wenn man eine Seite umblättert, mit einer Signaldauer von 0,5 Redstone-Ticks oder eben einem Game-Tick. Ist ein bisschen merkwürdig, ein bisschen ungewöhnlich für die meisten Redstone-Komponenten. Dementsprechend ist es ein recht sonderlicher Fall quasi. Hier haben wir die Energetisierung. Wir öffnen einfach mal das Buch und schalten die Seite um. Der Lesepult selber wird stark energetisch und der Block darunter auch. Dementsprechend kann das umliegende Redstone-Komponenten von dort aus Signal ablesen. Hier haben wir das nochmal mit Redstone. Ich versuche das mal irgendwie vorteilhaft zu zeigen. Also da hätten wir auf jeden Fall
schon mal das unten drunter. Und wenn wir das nochmal so machen, dann sollte es an sich auch ganz gut funktionieren. Ihr könnt es euch vorstellen, ja. Also im Grunde das neben dem Lesepult, das neben dem Block unter dem Lesepult und das unter dem Block unter dem Lesepult wird auch energetisch. Das hier zum Beispiel wird nicht energetisch. Das hat im Grunde gar keine Verbindung mit dem Lesepult. Das haben wir uns schon ein bisschen beim Vergleicher angeschaut, ganz genau. Und zwar die Seiten auszulesen. Ganz grundlegend gibt es da eine Rechnung. Ja, und die ist kompliziert. Ich lese es einfach trotzdem mal vor, damit ihr es wisst. Aber es gibt noch eine einfache Methode, wie ihr da Signalstärken rausholen könnt. Also, Signalstärken des Lesepults. Erstmal für die Java Edition, und zwar für m gleich 1, m ist die Gesamtzahl an Seiten, dann wird die Signalstärke 15. Wenn ihr eine Seite im Buch habt, dann wird immer die Signalstärke 15 ausgegeben. Wenn ihr mehr als eine Seite habt, also m größer 1, gibt es folgende Berechnung. S gleich floor, das ist quasi auf die nächste Zahl abgerundet, 1 plus 14 mal n minus 1 geteilt durch m minus 1. Ihr berechnet da einiges. An sich berechnet ihr, wie groß ist der Anteil an Seiten, den ihr geöffnet habt, im Vergleich zu der Gesamtzahl an Seiten. Ja? Und das rechnet ihr dann mal 14 plus 1 eben, also insgesamt 15. Ihr haltet die ungefähre Seitenzahl raus. Auf der Bedrock Edition ist es ein bisschen komplizierter. Ja? Also für M' ist eben in diesem Fall Seitenzahl auf gerade Zahlen abgerundet und wenn das kleiner als 3 ist, also wenn ihr 1, 2 oder 3 Seiten habt, dann wird immer eine Signalstärke 15 ausgegeben. Für M' größer 2, also wenn ihr 3, 4 oder 5 Seiten habt oder eben bis 50 hin, dann wird folgende Formel angegeben, nämlich floor, auch wieder auf ganze Zahl abgerundet, 1 plus 14 mal n' minus 1 geteilt durch m' minus 1. Ist ein bisschen anders, in dem Fall müsst ihr einfach auf gerade Zahlen abrunden und dann ist es wieder identisch. Um es einfach zu machen, auf der Java Edition nehmt ihr ein Buch, das hat 15 Seiten. Ja? Es wird immer nur eine Seite angezeigt. Wenn ihr eine Seite umblättert, dann erhöht ihr das Signal um eine Stufe. Auf der Bedrock Edition werden ja immer zwei Seiten angezeigt, das seht ihr ja gerade. Und dementsprechend braucht ihr doppelt so viele Seiten, also 30. Und wenn ich das jetzt irgendwie vorteilhaft mache, wenn ich mich hier einmal so positioniere, dann könnt ihr das auch hoffentlich sehen. Wir sind gerade auf Seite 1 bzw. auf Seite 2. Da wird die Signalstärke 1 ausgegeben. Wenn wir auf Seite 3 und 4 sind, dann wird Signalstärke 2 ausgegeben und so weiter und so fort. Also hier auf der Bedrock Edition wird für jede zweite Seite eine Signalstärke erhöht. Auf der Java Edition ist es für jede einzelne Seite. Da benötigt ihr 15 Seiten, auf der Bedrock Edition benötigt ihr halt 30. Aber von der Funktionsweise sind die wirklich sehr ähnlich. Also, das wäre es dann so ziemlich alles, was man hier über den Lesepult wissen muss. Und dann wär's das mit der Folge. Wir haben hier jetzt einige weitere Redstone-Komponenten besprochen. Vor allem hier die Lesepulte. Wir haben die Skalk-Sensoren, C-Block und den Tageslichtsensor, alles geklärt. Und dann wär's das auch mit der Folge. In der nächsten Folge beenden wir dann die Signalgeber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.